Und eine Besonderheit der Feuerwehrmann Zahner, sie haben ein Akku-Kombi-Gerät. Der wird auch schon rausgeholt. Reinstellungsplane wird ausgelegt. Alle sehr flott, muss man sagen. Sieht gut aus. Ja, hier seht ihr die Alukiste, da werden die Boote jetzt vom Akku-Rettungsgerät gelöst. Spannboote zum Befestigen der Leiter. Hier kommt der Patient hin, man trifft ja alles Hand in Hand, kann mir eigentlich nicht erzählen hinterher. Ich denke, der Teil wird jetzt mit dem Spannboot befestigt. Da wird jetzt ein Dreieck gebildet, danach muss das Auto stehen, die Eiche. Schneller wird als doppelte, auf dem doppelten Brandschutz liegt bereit. Also so einen gut ausgerüsteten Sanitätsrucksack habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Da ist es bei euch. Wer hat den denn besorgt? Wer hat den denn bestückt, ist die Frage. Unterbaumaterial, Stabhand von Weber. Ihr seht ja, man braucht bloß die Keile zwischenstecken und kann damit den Höhenausgleich super machen. Hier, das wie gesagt, der Akku-Rettungsgerät als Kombi-Gerät, also man kann schneiden und spreizen gleichzeitig. Auch von der Firma Weber. Ja, im Hintergrund ist ja eigentlich ein Tanklöschfahrzeug, ein TLF-4000, aber halt ein bisschen besser ausgerüstet. Mit diesem Rettungsgerät zum Beispiel, Stabilisierungssachen. Ach, hier vorne liegt auch schon die Säbel, Säge mit Akku. Auch eine feine Sache. Andere Feuerwehren müssen Stromkabel ausrollen, hier funktioniert alles mit Akku. B-Schlauch ausgerollt. Der B-Schlauch soll als Stabilisierung für den Fahrer dienen. Das werden wir mal gleich gucken, wie die Kameraden machen. Hinter der B-Säule führen sie den Schlauch jetzt ein, gehen einmal um den Rücken vom Patienten. Ja, der hängt natürlich immer noch in sein Gurt. Die Belastung für den Fahrer wird immer größer. Der Gurt schneidet ein, Blutgefäße werden abgedrückt und jetzt muss man natürlich versuchen, den zu stabilisieren. Glücklicherweise ist bei dem Unfall schon die Frontscheibe rausgeflogen, sonst müsste ich noch alles erstmal die Frontscheibe entfernen. Aber kann ja mal passieren. Okay. Jetzt sieht man den Schlauch einmal hinter dem Rücken durchgeführt. Der wird dann sicherlich gleich wieder noch umgeführt. In der A-Seite vorbei. Und jetzt wird der Schlauch einmal ins Vorderrad geführt und dort eingehangen. Ja, der B-Schlauch hat natürlich eine große Auflagefläche, wenn man das ein bisschen am Patienten verteilt, dann hat man die Belastung von den dünnen Gurten nicht mehr. Die Backen werden immer dicker, die Sicht wird immer roter, aber die Kamera läuft. Jetzt das andere Ende vom B-Schlauch ins Hinterrad geführt, dort ein paar Mal rumgewickelt. Und dann kann man den B-Schlauch spannen wie bei einer Spillbinde. Also hat einem das Halligan-Tool in der Hand, das wird man gleich in die Felge einstechen und dann kann man das schön spannen. Dann könnt ihr einmal zusehen, wie der Fahrer gleich aus dem Gurt gehoben wird, wie er aus dem Gurt gelöst wird. Jetzt seht ihr, das Halligan-Tool oben in die Felge rein, bisschen verkantet und jetzt wird gedreht und der Rückschlauch wird gegengehalten.
ihr seht, der Fahrer kommt ein Stück höher. Ein bisschen müssen sie noch drehen. Jetzt wird die Handbremse angezogen, damit der Treibstoff in der Position bleibt. Wir können mal den Fahrer fragen, ob es jetzt besser ist. Fahrer, ist es jetzt besser? Ich finde den Jan nicht. Er kommt nicht vorwärts. So, der Patient ist stabilisiert und jetzt beginnt die eigentliche Rettung. Thank you.
Geht's? Muss ich jetzt Partyplätze haben? Ja, Partyplätze will ich.